Hey ihr geilen Freaks, ihr habt Feinde des Alltags, also ihr hasst Sachen wie in Hundescheiße treten oder eure Nachbarn, die zu laut Mucke machen, dann freut euch schon mal auf dieses Almost Daily mit diesen hübschen Männern hier. Ciao. Ihr habt das Intro überstanden und hier sind wir. Dennis Riggedy Tosti. 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 Tasty. Michael Krugman. Hi. Und Michael Reinke. Ja. Du machst gerade Praktikum bei uns, ja? Habe ich gehört? Seit einer Woche mache ich hier irgendwie irgendeinen Shit. Und Hannes Kessing. Ja. Meine Zeit. Ja, Hannes Kessing. Etienne Gardet-Ersatz. Ja, genau so ist es. Ja, warum machst du hier ein Praktikum? Nein, das behaupte ich. Ja. Ne, die haben keine Arbeit drüben. Für mich so. Deswegen komme ich hier rüber und mache halt irgendwas hier. Die haben kein Boot drüben. Bist du über- oder unterqualifiziert? Die machen ja alle Urlaub. Ich meine, ich will keinen Urlaub haben, weil ich wann anders Urlaub haben will. Also da bin ich rübergekommen und jetzt mache ich hier irgendeinen Kram. So. Zum Beispiel das hier. Wie in den Good Old Days. Mhm. Wie lange bist du jetzt im Game 2-Team? 2 Jahre schon, ne? Das ist echt eine lange Zeit, ja. Nee, warte mal. Wann haben wir denn angefangen im Game 2? Schon länger, oder? Aber ich weiß auch, du warst der erste Kontakt, den ich hier neben Maxi das hatte. Mhm. Das mir einfach so ein Wulst an Funken gezeigt, so Kabelstrecken, so Funken, weißt du, Kabelwege, es war alles kaputt, alles im Eimer. Und du hast irgendwie so ganz lapidar mal gesagt, ja, hör's halt so, ey. Keine Ahnung, das ist doch richtig geil. Ja. Du warst damals noch der Tonmann. Ja, der Tonmann, als ich ankam. Kannst du dir das vorstellen? Ja, abgefahren. Weißt du das noch? Nee, jetzt hätte ich gesagt, kann ich mich ja nicht daran erinnern. Was für ein Aufstieg, ja. Wirklich nicht? Weißt du das nicht mehr? Nee, das kann ich mir echt nicht mehr erinnern. Warst du lange Tonmann? Naja, das war nur eine kurze Zeit, dann war ich ja schon Redakteur bei Game One und dann war ich Redakteur bei Game Two. Also das waren, glaube ich, 3 Monate oder 4, 5 Monate. Ja, aber zum Senderstart warst du doch wieder der Tonmensch. Ja, ich war ja beides quasi, so eine Zeit lang auch. Okay. Es gab einfach keiner, der sich um Ton gekümmert hat und du warst der Einzige, der damit, glaube ich, noch am ehesten Kontakt hatte. Okay. Ja. Okay, zurück zum Thema, was wir nie hatten. Wir haben uns, glaube ich, das Community-Thema sogar geschnappt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich höre immer nur mit ein gutes halben Thema. Ohr zu. Richtig gutes Thema. Ja, die Feinde des Alltags. Und als allererstes stand in Klammer Hundehaufen. Aber ist mir ehrlich gesagt lange nicht mehr passiert. Aber ich habe heute einen gesehen, der sich auch so erstreckt hat. Ne? Also hier und da und da. Und ich habe hingeguckt und ein bisschen Kopf geschüttelt. Ich bin schon, ich werde immer konservativer, das erzähle ich gerne. Ich werde dir älter. Das heißt, du stehen geblieben hast. Ja, nochmal. Nee, ich bin vorbeigegangen. Das soll nicht wahr sein. Hab so dieses, wie asozial das ist, ne? Also, ist es auch. Ich sehe eigentlich immer Leute, die sich bücken und mit ihrer kleinen Tüte schön den warmen Hundeschiss von ihrem Aber Köter seit wann auf. Gibt's denn Hundescheißtüten? Die gibt's doch erst seit, ich wollte gerade sagen, war das, früher, als wir noch als draußen rumkrabbelt sind. Ich bin jeden Tag in Hundescheiße gespielt. Scheiße. Ja, exakt. Das war ein Riesenhaufen Hundescheiße. Die ganze Welt war ein Haufen Hundescheiße. Bin ich irgendwie bei einem Teaserdreh sogar in Scheiße gelegen, aus Versehen? Wir haben in Scheiße gelegen, bei einem Teaserdreh. Das kommt mir gerade so in die Gedanken. Und ich glaube, haben wir nicht Lars gezwungen, da so durchzuladen? Irgendwer stimmt, haben Lars war voll mit Hundekacke aus Versehen. Der musste auf allen Vieren gehen. Auf allen Vieren, wir haben ihn gejagt und der hatte am Ende die Hände voll mit Hundescheiße. So. Ich meine so, ey, cool, kein Problem. Für euch Jungs, möchte ich das doch gerne. Früher gab es die sogar in verschiedenen Farben. Erinnerst du dich noch? Die weiße Hundescheiße? Ja, die weiße. Ja. Es gab die weiße. War das die verschimmelt ist? Na, das ist halt irgendwas, das sind die Seltenheitsgrade oder so, wenn du das sammelst. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Das ist das Ding. Weil sie heute jemand aufhebt. Ja. Solche Meisterwerke stehen gar nicht mehr. Nee, das ist das Seltsame. Ich fand es früher auch nicht schlimm. Also, wenn man, das war früher ganz normal. Man tritt manchmal in Hundescheiße, das war auch sprichwörtlich und so. Ja. Und dann hast du halt versucht, eine halbe Stunde das abzukriegen. Immer mit dem Stock und durch den Rasen. Durch den Rasen. So je nach Schulprofil hatte man dann mehr oder weniger Scheiße noch in den Ritzen quasi hängen. Das gehörte auch dazu, dass in der Schule mindestens einmal im Monat immer irgendwer saß, der es nicht gemerkt hat. Und irgendwer ist Scheiße unter den Schuhen. Du hast vollkommen recht. Ja. Das stinkt hier nach Scheiße, oder? Du bist reingekommen zu Hause so. Bist du in Hundescheiße getreten? Wieso? Dreh dich mal um. Ja, voll. Ja, dann hat man so den Hacken hinten so, da hängt dann so ein Batzen dran, ne? Hinten am Schuh. So. Wenn das noch so ein richtiger Fladen ist, der noch dran klebt. Das stimmt, man merkt es ja nur, wenn so weich ist. So. Deswegen, ne? Die ältere, die graue Scheiße, die bleibt ja auch kleben, aber nicht so schlimm. Flipflops, mit Flipflops will ich es eigentlich mal. Ich trage keine, aber das muss so richtig schön hochquellen. Nee, besser sind eigentlich Crocs, die haben noch so Löcher unten in den Sohlen. Sehr das lecker so auch. Wieso? Aber nervt uns das? Weil das ist das Thema heute. Nervt uns das eigentlich, dass wir keine Hundescheiße mehr auf der Straße liegen haben? Ob uns das nervt, dass wir keine mehr auf der... Nee, ich finde das natürlich wunderschön. Ist das nicht Teil unserer pervers aufgeräumten politisch korrekt Gesellschaft, dass keiner mehr auf die Straße kacken darf, selbst die Hunde nicht? Ist es nicht auch Teil der
Gesellschaft, dass Hundescheißhaufen da sein müssen, um Leute zu bestrafen mit Karma. Was passiert mit den ganzen Leuten, die nur Mist machen und keine Hundehaufen mehr da sind, in die sie reintreten können? Autounfälle. Autounfälle. Ach so, du meinst, ja. Da geht man gleich. Okay. Was war das? Jetzt komm, ganz ehrlich. Sonst hat doch keiner mehr Autounfälle. Ja, nee, also mich nehme ich, ne? Also dreh was nochmal um. Mich nervt Hundescheiße nicht. Nee. Ich finde, das ist echt ganz normal. Ich finde Menschen scheiße. Ich hatte das mal in Köln. Sorry, das Menschen allgemein scheiße. Auch ja, aber wir reden jetzt erstmal nur über den Scheißpart. Mhm. Da, in Köln hast du manchmal so leichte Podeste, bei denen du in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigst. Du gehst so eine Treppe hoch, 5 Treppen hoch, mhm, und dann ist so ein Podest, weil das sind die Straßenbahnen, die sind so hoch gelegen, dass du so 1 Meter über, ja? Normal null bist. Und wenn da dich da jemand hinsetzt und dann fängt einen Haufen zu machen, an dieser Station, an dieser Einsteigstation, oh, und du sitzt quasi unter ihm mit deinem Gesicht gerade direkt auf Linie des Bodens, kann man das astrein beobachten und ist mir in Köln auch passiert. Derjenige, der Hund ist oben und nein, du bist kein Hund, ein Mensch. Nein, ein Mensch. Ja. Was ist mit dem perversen Kabinett da? Weiß ich auch nicht. Das war halt Köln. Ich bin bekanntermaßen kein großer. Ich bin kein großer Freund von Köln. Da passiert ständig sowas. Was ich erzählen wollte, ist, da hat jemand auf meiner Blickhöhe auf die U-Bahn gekackt. Genau. Wirklich? Jetzt ich saß in der ersten Reihe. Gesehen, wie sich das so. Ja, ich habe gesehen, wie es so langsam. Und dann, ja. Wirklich? Ja, das passiert. Das würde mich auch nerven, muss ich sagen. Ja, das würde mich auch richtig nerven. Das wenn du da reintrittst, ey. Genau. Sowas nur unter Glastischen, auf jeden Fall. Ja, Glastische. Ja, genau. Nee, aber okay. Ich meine, das Einzige, was daran nervt, ist, wenn du in Scheiße getreten bist und du hast das Gefühl, du hast die Schuhe gesäubert. Du gehst dann in die Wohnung, du denkst, alles ist sauber. Und dann merkst du, es stinkt noch. Das regt mich auf. Nee, dann merkst du, der rechte Schuh war auch voll. Ja, genau. Das ist das Einzige, was mich nervt. Ich weiß, dieser Geruch hängt hier aber auch, der klammert sich so fest. Aha. Ja, genau. Und das Schlimme ist dann, was bleibt dann noch für eine Option? Du gehst dann in die Dusche und spülst den Schuh ab. Und, und dann stinkt die ganze Dusche nach Hundescheiße. Und bleibt am Ende immer noch was in den Ritzen. Du erhitzt es sogar noch und der Duft steigt dir richtig in die Nase. Ja. Die Dämpfe, die Scheißdämpfe. Aber das hatte ich jetzt wirklich Jahre nicht mehr tatsächlich. Also das letzte Mal, dass ich Scheiße vom Schuh kratzen musste, kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Also ich kann mich erinnern, hier vor der Neuen musste ich das mal machen. Und ich weiß, ich kann mich auch noch dran erinnern, dass der liebe Simon mal mit einem kompletten Dings von ganz unten bis nach ganz oben gegangen ist, das erst oben gemerkt hat. Und dann haben wir nämlich schön die ganze Treppe geputzt, weil er das halt auf 3 Stockwerken hat liegen lassen. Ich wollte noch sagen, es gibt irgendwie eine Statistik, in Berlin würde täglich oder jährlich irgendwie du da draußen, du suchst jetzt diese Statistik raus. Berlin, wenn da nicht die Scheiße weggemacht werden würde, die Hundescheiße, würden irgendwie 40.000 Tonnen Hundescheiße im Jahr anfangen. Was? Oder so. Was heißt also, weggemacht? Wird die von den Behörden weggemacht? Es wurden Scheiße weggemacht, Leute? Es gibt zum Beispiel diese, es gibt natürlich so Straßenreinigung, es gibt ja auch diese extra Station, so für diese Kotbeutel gibt es ja sogar. Und es gibt ja sogar diese, wo du es abreißen kannst, diese Kotbeutel und sowas. Ich glaube, da wurde eine Offensive gestartet in den letzten 20 Jahren, damit diese 40.000 Tonnen, wahrscheinlich sind es 4 Milliarden Kubikkilometer, Scheiße-Offensive. Weißt du, die 5 Kothaufen, gut, du siehst sie nicht mehr, aber die 5 Kothaufen, die man im Jahr mal sieht, stell dir das mal vor über deine Lebenszeit, stell dir das mal vor, wie viel Scheiße da zusammenkommt. Wo landet unsere ganze Scheiße eigentlich? Keine Ahnung. Ein Klärwerk, Alter. Ja, aber wo ein Klärwerk? Und dann, was bedeutet das? Wird das auf den Mars geschossen? Was passiert damit? Das wird. Ich war so als Schüler mal in einem Klärwerk. Tauchen? Da haben wir sogar den Scheiße-Taucher gesehen. Oh, okay. Der übrigens fürstlich bezahlt wird. Wenn ihr Bock habt, richtig Geld zu verdienen, dann wird Scheiße-Taucher. Muss er ja auch. Ich meine, Scheiße-Taucher. Du darfst keine Platzangst haben, weil du siehst ja nichts vor Leute. Und keine Platz scheißen so. Du musst unten immer rein, wenn irgendwelche, keine Ahnung, welche Turbinen oder so verstopft sind oder so, musst du dann die Scheiße aus der Scheiße poolen quasi. Und das war richtig hart. Jedenfalls hatten die erst so ein Becken und da war richtig diese dickflüssige Suppe drin. Danach war es halbdickflüssige Suppe, danach war es trübes Wasser und dann, das waren so 5 Becken und das wird immer weiter gesäubert. Ja. Und jetzt ist die gute Frage, was passiert mit dem, was sie rausfiltern? Hauen die das auf die Felder oder, und ich glaube, sie nehmen das rausgefilterte, trocknen das irgendwie und, Corny. Da verletzt sich die Spur. Oder ein anderer Mysterium. Oder ein anderer. Jetzt trocknen sie das und verbrennen das, um verbrennen das und dann Strom zu machen oder so. Ja. Strom aus Scheiße klingt doch gar nicht schlecht so. Eigentlich schon. Ich würde dich wählen. Ja, ne? Okay, also Hundescheiße ist es nicht. Können wir doch einmal kurz, ich möchte es aber wissen, es gibt wirklich den Scheißetaucher, ja? Das ist kein Quatsch. Den natürlich, den gab es schon 12 Mal bei Galileo. Wirklich jetzt? Ja. Den gibt es wirklich. Hast du den Anzug an?
Na, der, ey, ohne Scheiß, der kriegt davon. Shitproof. Ja, ja, wirklich, aber hat der denn irgendwas im Gesicht oder so? Ja, also, Mann, der hat wie so ein. Astronaut so. Ja, genau, er wird hier alles so krass angeschraubt. Speedo an, hier. Und dann geht's da rein. Ja, der springt da so von so einem 5-Meter-Ding. Ja, wirklich. Da musst du gerade an Werner denken, weißt du? Ja, das wäre so geil, so eine Werbung wie bei Cliff damals. Ich erst so streckt und dann mit dem Körper so. Ach, Mann, ey, wirklich. Das ganze Klärwerk am Jubeln, ey. Ja, was nervt uns denn noch außer Hundescheiße, die uns ja gar nicht nervt, offenbar? Anscheinend nicht. Ey, Lede ist leider nicht hier, um sich über Fahrradfahrer zu beschweren, aber an der Ampel, an der ich immer stehe, da hängt jetzt so ein Zettel so schön dran gemacht. Und vielen Dank an den netten Mann von Dienstag, bla bla bla, der mir im Regen ein Kompliment gemacht hat. Wir Fahrradfahrer werden ja sonst immer nur angeschnauzt. Ich fand das wirklich nett oder so. Aber anscheinend hat irgendjemand zu dieser Fahrradfahrerin oder dem Fahrradfahrer, ich glaube, es war eine Frau, weil es, keine Ahnung, ich habe es als Frau abgespeichert, vielleicht wegen der Schrift oder so. Und der hat ihr wohl ein Kompliment gemacht, wie gut sie fährt oder was. Oder so, schön, dass sie gebremst haben. Anscheinend hat er ihre Fahrradskills Okay, also du meinst nicht, dass gelobt. Das nein, war wirklich ernst gemeint. An den Typen, der hinter mir beim Konzert genau so. Okay. Schön wieder im Supermarkt am schwarzen Brett. Ja. Ist mir gleich aufgefallen. Ich habe dann nicht getraut, dich anzusprechen. Du hattest ein rosa Shirt an und warst mit deiner Freundin da, die etwas dicker war. Aber apropos, findet ja ein Alterungsprozess statt bei Fahrradfahrern, ne? Wegen der E-Bikes. Es gibt den großen E-Bike-Trend. Mhm, ja, das stimmt. So. Ah, ja. Die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Jeder, der vorher nicht mehr Fahrrad fahren konnte und auf wirklich gesagt hat, Alter, ich bleib zu Hause liegen und guck, was auch immer, steigt jetzt wieder aufs Fahrrad. Rocket Beans, die Rentner, genau. und steigt jetzt wieder auf Fahrrad. Das heißt, wir haben eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr eigentlich, weil die Dinger sind verflucht schnell. Und die Leute, die drauf sitzen, sind verflucht langsam. Eigentlich aber im Kopf, weißt du, ne? was mir nämlich am eigenen Leib auch aufgefallen ist? Gebrauchtfahrräder überschwemmen den Markt. Gut Gebrauchträder. Meine Freundin hat gerade eins gekauft, kaum benutzt, stand nur im Keller, weil die Dame nämlich auch schon, sag ich mal, kann nicht mehr. Konnte eigentlich nicht mehr, bis das Wunder-E-Bike erfunden wurde von Herrn, was weiß ich wen. Wahrscheinlich war es wieder Elon Musk oder so. Wahrscheinlich. Und meine Mutter wiederum hat sich auch gerade ein Fahrrad geholt, weil die eigentliche Besitzerin auch sich ein E-Bike geholt hat. Also eigentlich müssen wir jetzt E-Bike ist doch schon alter Tobak. Habt ihr seit dieser Woche nicht gesehen, dass überall die Roller jetzt am Start sind? Seit Monaten labern sie und jetzt stehen die endlich hier. Sind die überall am Start? Naja, nicht überall, aber mir stand einer, also ist immer wunderbar, da kann man sich nämlich die nächsten Tage oder nächsten Monate dann schön drüber aufregen, wenn die wieder überall quer und schräg die werden uns nerven, die Dinger. Genau, weil wer die aus anderen Ländern kennt, weiß, dass die nur im Weg sind. Max hat wieder gesagt, also in Amerika stehen die alle in der Reihe und so, das kann doch gar nicht sein. Und in Schweden und so, wo ich denke, ja, Amerika und Schweden, das ist nicht Deutschland. Hier wird auf die Straße gekackt. In Amerika kann ich schon fahren. Da kann in Kalifornien können Skateboard fahren. Jeder Opa, der 70 Jahre fährt Skateboard. Natürlich können die Roller fahren. Hier in Deutschland kann das niemand. Ja, und Amerika ist halt nicht Kalifornien. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Amerika ist außerdem ein Kontinent und wir reden über die USA. So. Ja, in Hamburg kann das keiner. Und ich habe nämlich von anderen Städten, haben die mir dann erzählt gestern, weil ich habe noch nie was von dem Leim-Scheiß, also von einer Roller sonst was gehört und die meinten, die in Berlin liegen die überall rum, die Leute schmeißen die in die Spree zum Beispiel und so. Ja, weil die keine Station haben, wie bei uns in Hamburg. Wie soll das denn dann gehen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Also du kannst doch nicht auf das gute Menschen vertrauen bei solchen Themen. Nee, das ist ja die gleiche scheiß Idee bei diesem verdammten Carsharing, wo die ganzen Verrückten, die da einsteigen, sofort zum 14-jährigen Crashkit werden. Ja, genau. Das ist doch nicht normal. Ja. Immer wenn du so einen Typen siehst, der oh, da mit brennenden Reifen fahre ich los an der Ampel und ich bremse genauso bei der nächsten Ampel. Aber ganz ehrlich, du fährst früher exakt genauso mit. Ja, ich bin mit 14 genauso gefahren. Das ist richtig. Ich muss sagen, Leute, ich habe Benzin dabei, zündet die Reifen an, jetzt geht's los. Ja. Nee, aber im Ernst, Leute, da draußen, wenn ihr so ein Teil, wenn ihr ein Auto steigt und das ist geliehen, dann fahrt auch trotzdem wie ein normaler Mensch. Wo ist denn das Problem? Ganz ehrlich. Leihwagen, Leute, die fahren schneller als andere. Ja, dieses Carsharing. Ja, Leihwagen ist noch was anderes. Ja, also Carsharing, wo du einsteigst, wo jeder Pfosten, der ein Telefon hat, sich da reinsetzen kann und Auto fahren kann. Auf einmal. Schon im Kleinen wie, der würde normalerweise nicht Auto fahren, meinst du? Nee, weil normalerweise kann er sich wahrscheinlich kein Auto leisten oder was in der Richtung und hat keine Übung. Dennis oder sagt irgendwie. Also arme Menschen. Arme Menschen sind scheiße. Das hab ich gerade gesagt. So, Leute, danke. Wenn ihr Dennis weiter auf die Unterschicht ranten hören wollt, dann schaltet nach der Werbung wieder ein. Wir sagen ciao, ciao, bis gleich. Ciao, ciao.
Der Song ist irgendwie immer noch gut. Ihr seid zurück und jetzt geil, haben wir eine Pause gemacht und jetzt kann ich die Frage stellen, ich wollte euch vorher nicht unterbrechen. Das Wort Crash Kit, ich hab's ewig nicht mehr gehört. In den 90er Jahren hat man immer wieder so Crash Kit, so auf der Bild, Crash Kits auf der A1 bauen Unfall. Und dann hast du immer, oder so Berichte, und du wolltest die Kits immer sehen und dann gab's immer so Fotos und dann standen die so und irgendjemand hat unten Gas gegeben. Und, ey, Crash Kit, was ist auf Crash Kit geworden? Legenden. Es gab eins in Hamburg, das hieß auch Dennis. Das war mit 14, das war 1984, war genauso alt wie ich, war tatsächlich nicht ich, muss ich zugeben. Würde ich zugeben, wenn es so wäre. Wäre bestimmt eine geile Story, aber ich fand's faszinierend, hab's verfolgt, weil ist ja so, wenn er genauso heißt wie du als Kind, egal was sie machen, das verfolgst du. Schade, wo sind sie hin? Du hast vollkommen recht, die guten Crash-Kids von früher. Gibt's eigentlich noch gute Stuntman? Also, naja, du warst auf Steve O. Nein, ist kein richtiger Stuntman. Ja, doch, irgendwie schon, aber so große, so wie Evil Knievel, so, weißt du? So die richtig großen, die was bewegen können. Das gibt's doch gar nicht mehr. Was, Stuntman oder was? Wie kommst du jetzt auf Stuntman? Naja, Knievel war doch eigentlich eher so Artist, oder? Ist der nicht einfach über Rampen gesprungen? Ja, war ein Stuntman. Gemacht? Genau, das ist. Ja, warte mal. Naja, ein Stuntman ist ja. Ja, gut. Naja, was ist ein Stuntman? Ach, stimmt, das reicht jetzt nicht für einen Film. Der war vielleicht auch für einen Film, weiß ich nicht. Dann hast du recht, dann möchte ich meine Definition ändern und nicht sagen, nicht die Film-Stunt-Leute, weil die gibt's, glaube ich, zuhauf, sondern die Leute, die wirklich groß mit ihren Stunts geworden sind, die Leute kennen. Und da ist doch lange nichts mehr gekommen. Ey, das Problem ist, dass du bei YouTube einfach jeden abgefuckten Scheiß siehst. Ja. Es wird immer einen Asiaten geben, der sich noch eine höhere Klippe runtergestürzt hat. So. Es ist einfach, bringt nichts mehr. Du musst dich töten, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, okay. Ja, komm. Darauf warte ich eigentlich noch bei Rocket Beans. Wann ist der erste tot? Live bei Rocket Beans. Wir haben schon viele Nahtoderlebnisse gehabt, auf jeden Fall. Also, war schon nah dran. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir heben uns das für die Gamescom 2020 auf, oder? Das wäre ein gutes Datum. Nice Cliffhanger. Aber. Wirklich, aber. Wir machen jetzt Witze, weißt du? Und irgendwann, wenn es dann passiert und wir hier den Trauermarsch machen, läuft das hier in Zeitlupe. Worden ist. Und schau, der sprach eh noch von Karma und so. Da sollten wir gleich aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur drauf gekommen, weil ich dachte, Crash Kids, das ist ein guter Karrierestart für Stuntman. Aber waren wir nicht bei Was nervt uns? Nerven uns Crash Kids eigentlich? Nein, ich kam nur darauf, was nervt uns? Keine Okay, Ahnung. So. Ja, kommen wir zurück zu den Rentnern mit den Fahrrädern, weil die nerven mich nämlich. Weil das ist quasi, Rentner ist per se ja schon mal nicht so geil im Straßenverkehr, öfter mal. Ja, im Auto. So, und dann haben die auch noch potente Fahrräder und können doppelt so schnell fahren, als die Natur es zulassen würde. Das machen sie eigentlich nicht, oder? Das machen die, aber hallo. Ja, und dann sagen sie auch noch so. Du wohnst da draußen, hier in der Stadt sehe ich gar nicht. Ey, ich wohne draußen ein bisschen mehr auf dem Land und da haben die absolut, da haben die Führung übernommen. Ja. Das kann ich erst erzählen. Das kann ich nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich auch schlimm. Ja? Also, viele Rentner unterwegs sind. Die kommen in Kolonnen, die machen dich nieder in Horden. Ja, weil die können ja nicht mal Auto fahren, kann man das so sagen? Ja, wann müssen die eigentlich ihren Führerschein sozusagen erneuern? Das ist doch dieses Hin und Her, will ich nichts Falsches sagen. Da wird ja ständig diskutiert, was da jetzt am Ende gemacht wurde, ob es da einen Test gibt alle 5 Jahre oder weiß ich jetzt gar nicht. Das soll, glaube ich, kommen, das ist eine Diskussion. Die wollen halt keine Wähler verprellen, weil das sind ja auch die Leute, die noch wählen gehen. Ja, das ist halt so bescheuert, dass die dann wählen gehen. Oh, ich bin 75, ich will jetzt mal irgendwas mit Europa. So, okay, danke schön. Aber ich meine, gut, wollen wir jetzt nicht über Politik reden, dass das Booty ist. Ja. Aber eigentlich nerven doch gar nicht die Fahrräder so arg, also auch nicht die Rennerfahrräder, sondern eher, wenn du richtig das Thema aufmachen willst, dann musst du an Leute denken, die mit ihrem Auto scheiße parken, Mann. Das ist, was am meisten nervt. Das nervt mich. Fahrräder nerven mich nicht. Aber Leute, wenn du einen Platz suchst, also das ist wirklich ein Thema, da kann jeder mitreden. Ich glaube, das muss man auch gar nicht lange breit treten. Dann ist es einfach klar, wenn da jemand parkt und der stellt sich quer auf irgendwie einen Platz, wo einer parken könnte, aber jetzt hat er 3 Plätze weggenommen, dann ist das fucking asozial. Das ist mir asozial. Können wir es drauf einigen? Ja, das ist. Weißt du, oder? Da ist der Überpunkt nämlich einfach Leute, die nur sich selber sehen. Das ist nämlich so eine Sache, die mich. Ja, okay, exakt. Und damit hast du. Ja, Leute, die so durch die Gegend gehen und nur sich selber sehen. So, die gehen. So eine Ampel und da kommt ein Fahrradweg, die gucken nicht einmal. Es könnte ja ein Fahrradfahrer kommen und wenn, der könnte mich totfahren oder der muss dann ein Ausweichmanöver machen. Nein, ich bin einfach Mr. Unbreakable und die Leute regen mich auf und die lassen ihre Hundescheiße auch. Ja, aber wie soll ich denn sonst mal eine Insta-Story machen? Wie soll das denn sonst gehen? Meine Ich-Welt. Ey, das geht doch nicht anders. Das verstehe ich halt nicht. Aber da sind immer die Eltern schuld. Man muss immer die Eltern und die Erzieher. Mhm. Ja, und sie selber sind auch schuld. Und die Freunde. Man ist immer nur das, wie die vier. Aber so eine Leute, da will ich backpfeifen. Aber was macht ihr denn? Also ich habe eine Situation, dass wenn ich morgens zur Arbeit will, gehe ich so einen Fußweg lang zu meinem Auto und auf dem Weg dahin parkt immer einer mit seinem Auto so, dass er den halben Fußweg versperrt. Irgendwie. Ganz komisch. Da ist eine komische Stelle auch, muss ich zugeben, aber das ist eine Situation, an der ich jeden Morgen vorbei muss. Was macht ihr da? Wie lange gebt ihr euch das?
guckt euch das an, bis ihr irgendwas macht, bis ihr irgendwie denkt, so, jetzt geht das nicht mehr, jetzt drehe ich durch und schlag das Auto zusammen oder so. Wie viel muss da passieren? Passiert überhaupt was? Oder nehmt ihr das einfach ein Ohr rein, ein Ohr raus? Ignoriert ihr das sofort? Also, weil es ist, deswegen sind meiner Meinung nach alte Leute auch häufig so gereizt, weil die diese ganze Scheiße auch schon tausendfach erlebt haben. Oh. Und dann irgendwann es ist so, ne, die gucken aus ihrem Fenster raus und schreiben Leute auf, die falsch parken. Aber die sind auch schon 10.000 Mal eingepackt worden oder irgendwie so. Ja, aber so will man nicht werden. Ja, genau. Darum lieber gleich. Dann lieber gleich. Das ist wirklich ein Prozess, den du vielleicht nicht aufhalten kannst, weil du ständig diese Scheiße schlau, auf dich einprasseln lassen musst. Ich finde das auch schlau, aber also, das kann nicht das Ziel sein, wo man hin will. Ja, da muss man sich ja mal wehren. Dann erklär, wie aber du wolltest funktioniert das? Wenn man drauf scheißt. Also ich finde, diese, das vorne auf die Haube oder wie würdest du das machen? Nee, aber solche Sachen so, ey, da steht einer im Weg oder keine Ahnung, der hört zu laut Musik, aber wenn du nicht durchkommst. Das sind so Sachen, wo man echt sagen muss, so komm, ey, die Welt wird sich nicht ändern, das ist so scheiße. Aber wenn du hast Einkaufstaschen in der Hand oder du hast einen Kinderwagen oder what the f irgendwas und kommst da dann nicht durch so richtig, was machst du? Machst du so ganz vorsichtig, ja, jedes Mal, dass ich das Auto ja nicht beschädige oder ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagst, so, fuck das scheiß Auto. Das tat weh, oder? Schläfst davon. Nee, ich hab Schuhe an. Okay. Du, weiß ich nicht. Kennt ihr das nicht? Ja, du hast ja recht. Also entweder, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptierst du es und bist nicht mehr unglücklich, wenn du es siehst, oder du beschwerst dich und bist auch nicht mehr unglücklich, wenn du es siehst oder weil es nicht mehr passiert. Aber wenn du diesen Mittelweg gehst, du sagst nichts, bist aber immer unglücklich, dann wirst du der alt verbitterte Mann werden. Und dann schreibst du irgendwann andere Leute auf. Dann musst du es dann klären. Ich habe ein Beispiel, wenn wir schon so psychologisch argumentieren. Man sitzt im Auto. Ich bin der Typ, ich hupe nie. Ja. So. Ich finde Leute, die schnell hupen, viel beschissener als Leute, die beschissen fahren. Aber das ist so ein deutsches Ding, Alter. Wenn jemand vor mir in der Straße steht und irgendwie, ich merke, alles klar, der zögert, der weiß nicht, ob er abbiegen soll, der fährt deswegen voll langsam, irgendwie so ein Shit, dann denke ich mir genau das. Wahrscheinlich weiß er nicht, wo er hin will, vielleicht hat er gerade den Wagen abgewürgt, keine Ahnung, ich warte auf jeden Fall. Das Arschloch, was sofort auf die Hupe steigt, das ist das Arschloch. Ja. So, das ist der nervige Faktor im Alltag. Ja. Leute, die keine Geduld haben, so. Und das kotzt einen richtig an. Ja, das stimmt. Insofern, das ist aber auch ein bisschen deutsch. Kleinigkeiten, die einen aufregen könnten, die sollte man einfach abstellen und stattdessen lernen, sich nicht aufzuregen. Weil Leute, die sich aufregen, über die kann man sich aufregen. So, jetzt kommst du. Aber es gibt Sachen, wo ich halt denke, sowas wie Vordrängler oder so eine Scheiße, weißt du? Vordrängler, Leute, die beim Reißverschlussverfahren das Reißverschlussverfahren nicht benutzen. Das ist, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Dann fahrt ihr beide rein. Ist jetzt nicht so schlimm, aber da denke ich wieder, so das ist einfach so dieses, ist mir alles scheißegal, was ihr macht, was die Regeln sind, ich mach mein Ding. Und die Leute finde ich kacke. Wenn wir alle gemeinsam unseren Regeln halten, dann können wir recht gut beieinander so. Und wenn jeder parkt, wie er will. Das stimmt. So. Und das ist aber wieder genau dieser Umkehrschluss. Es parkt nicht jeder, wie er will. Nur dieser eine Idiot, lass ihn. Aber auch da weißt du nicht, ob der Typ vielleicht wirklich nicht besser einparken kann. Ich habe Leute gesehen, die manövrieren 10 Jahre lang und am Ende wenn steht er nicht einparken quer über den Bordstein, können, dann sollen sie fucking Taxi fahren. Echt? Naja, guck mal, du musst bestimmte Dinge können, um allgemein als autofahrfähig irgendwie definierbar zu sein. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du doch nichts zu suchen in deinem Steuer, meiner Meinung nach. Wo ist wie auflauern? Ich soll den auflauern. Ich mach mit. Ey, wirklich, wir tragen den Wagen dann richtig hin. Ja, schön auf Hundescheiße drauf oder so. Nein, ihr habt mir eigentlich immer noch keine Antwort gegeben. Ich glaube das nicht, dass ihr das ewig über euch ergeben lasst. Okay, pass auf, Dennis. Mach den doch einen scheiß Zettel ran. Ja, es sind ja manchmal auch andere. Also, ne, es ist so eine blöde Stelle einfach. Ich glaube, bei mir ist der Triggerpunkt echt noch nicht erreicht, was du gerade sagst. Bei mir ist aber jemand ins Auto gefahren vor 3 Jahren und ist abgehauen. Und das hatte voll den fetten Schaden. Und das ich erinnere mich. Und das ist halt richtig. Sorry, Alter, du bist so ein übler Motherfucker. Und das ist halt. Wie du das geregelt hast. Das ist halt richtig asozial, weil wenn jemand ins Auto fährt, es gibt halt eine Haftpflicht oder eine Verkehrshaftpflicht. Das ist ja kein Problem. Jemand kommt dafür auf, eine Versicherung. Sagt du einfach, Mensch, ja, ist scheiße, hab ich gemacht. Aber am nächsten, also irgendwann in der Nacht und am nächsten Morgen habe ich halt diesen Schaden bemerkt bei mir am Sprinter und da ist jemand richtig da reingefahren, das Auto hat sich gedreht und ist dann noch in ein anderes Fahrzeug reingedrückt worden. Das hat sich jetzt auf beiden hinteren Seiten immense Schäden. Hast du da so eine 3D-Sache, so physikalischen Renderer gehabt? So, das ist passiert. Da hab ich auch, was machst du jetzt? Ich war halt richtig wütend, aber irgendwie auch sauer und ich habe auch nicht so viel Kohle, um jetzt zu sagen, ja, dann kaufe ich mir ein neues Auto. So, dann müsst ihr irgendwas machen. Nicht? Nee, habe ich nicht. Und da habe ich halt die Polizei gerufen, die meinen, ja, wir sind zur Werkstatt, alles gut, und ich habe dann Vollkasko. Und ich habe aber diesen Verursacher nicht gefunden. Und die Versicherung macht ja auch Stress. Und ja, dann müssen wir sie über höher stufen. Und das ist bei einem Sprinter mit Vollkasko schon echt viel Kohle. Also fand ich das irgendwie alles blöd. Bin zur Werkstatt gefahren, das Auto fuhr noch, bin mit einem kleinen, wie nennt man denn diese kleinen Autos? Ringos? Ja, nee, von.
diese Smarts. Mhm. Bin ich mit dem Sprinter hingefahren. Witzig, dass du zuerst Twingo sagst. Bin dann mit so einem kleinen Auto rausgefahren und hab dann gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht daran, dass irgendjemand hier gegen sein Auto fährt, so einen massiven Schaden verursacht und dann noch weit kommt. Das glaube ich einfach nicht. Folglich muss irgendwo dieses Auto stehen. Dann bin ich zur Arbeit gefahren, jetzt Rocket Beans, und bin dann irgendwie ich hatte ein Schichtende so um 12, und bin dann in den Stadtpark gefahren in Hamburg. Bin überall lang gefahren. Hab mir die kleinen Seitenstraßen angeguckt, hab mich 2 Stunden investiert. Bis ich dann ein verdächtiges Auto gefunden habe. Ich habe wirklich ein Auto gefunden, was vorne, bei dem Auto, was dann vorne rechts Schäden hatte. Bei mir war es hinten links, der eben immense Schaden. Das heißt, es hätte gepasst vom Impact. Ja. Hast du Lack abgekratzt? Und hab mich dann erstmal hingestellt, erstmal gewartet, bin dann da langsam hingegangen, hab dann, das ist das Geile, und das hat mir dann wirklich auch die Souveränität gegeben. Zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube lag Plastik von meinem Blinker hinten. Mhm. Weißt du, dieses Plastikzeugs, mhm, das durchsichtige. Ja. Krass, ey, bist voll Detektiv. Ey. Und dann habe ich Gunnar angerufen. Ich sag, Gunnar. Gunnar, komm her, nimm mich fest, Gunnar. Ja, ich wusste ja auch nicht, was für Leute sind. Ich war auf Prügelei eingestellt. Ich dachte, gleich geht's hier richtig ab, weil. Und dann rufst du erst mal. Das war halt das Dumme. Ja, dann habe ich halt auch die Polizei parallel angerufen. Und die kamen dann erstmal später und die haben natürlich erstmal nichts geglaubt. Also ich glaube, als Polizist hörst du hier jeden Scheiß in Hamburg. Ich glaube, du kannst aber nichts nachvollziehen. Ja. Wenn da jemand steht, ja, ich habe hier das Auto gefunden und ich habe heute Morgen einen Unfall gemeldet, dann denken wir, ja, Alter, was ist mit dir? Aber ich konnte es ihnen dann irgendwie plausibel erklären, und sie haben sich dann auch noch aus ihrer Wache ein anderes Plastikteil anfordern lassen. Und das hat dann gepasst. Und dann war erstmal alles cool, haben das Auto abtransportiert. Und ja, irgendwie eine Woche später, nee, es war länger, 3 Wochen später oder so, hat sich dann dieser Mensch, dem das Auto gehörte, als schuldig erklärt, so, dass er es gemacht hätte. War halt besoffen, deswegen Fahrerflucht. Nee. Schade. Also, wir sollten nicht weiter über diesen Menschen reden, glaube ich. Ja, okay. Aber tatsächlich ja betrunken gewesen, weitergefahren, deswegen hat er sich nicht gemeldet, hat Angst gehabt. Nicht mit Krogmann. Alter, ja, Alter. Sehr schön, ey. Ja, also Glück gehabt, das war Zufall. Das war einfach nur Glück. Ey, ich finde es eisenhart, ey, einfach durch die Gegend zu fahren mit so einer Wut im Bauch. Aber es ist jetzt nicht ausgedacht oder so. Ne? Ich habe mir wirklich gedacht, auch immer diese Einstellung, diese Naivität zu sagen, es muss irgendwo das sein, das glaube ich nicht, weil das einfach so ein krasser Schaden war. Damit kannst du nicht fahren. Du kannst nicht mit diesem Auto weiterfahren. Und er hat es auch nur irgendwie 2 Straßen weiter geschafft, letzten Endes. Aber ja. Ne? Okay. Also, wenn dir sowas widerfährt, gib nicht auf. Hab immer Hundescheiße dabei. Du weißt, dass ich noch Geschichten habe, die ich nicht erzählen darf. Ja, aber genau. Was wäre denn deine Option? Jetzt warten auf die Leute, die da scheiße parken, und die dann anzuquatschen? Denn, also es bringt ja nichts, die Autotür einzudellen, oder? Oder wird er dann sagen, oh ja, okay, jetzt ist die Tür eingedellt, weil ich hier zu nah geparkt habe, und anscheinend deswegen ist da jemand gegengekommen, das ist jetzt mein Versagen. Ich Depp, ich hätte mich mal anders hinstellen sollen. Oder er denkt sich, irgendein Wichser hat mir die Tür eingetreten. Soll ich mal eine geile Geschichte erzählen? Nein, dafür sind wir nicht beim Almost Daily. Okay. Also pass auf, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, geht zum Lärmbelästigung, wenn wir vielleicht eh noch zugekommen, ne? So, ein Kumpel von mir, Wohnheim damals in Göttingen, hatte einen Nachbarn, der hat immer nachts, so um 1 Uhr nachts, hat er irgendwie so diesen Hardcore-Techno-Shit angemacht. So richtige Kackmusik auf jeden Fall. Die so richtig scheiße ist und die richtig fertig macht. Und das hat er ein paar Mal gemacht. Und mein Kumpel, der ist jetzt nicht so der laute Typ, sondern eher der leise, aber ist groß, ziemlicher Schrank. So, ne? Nee, das nicht so. Geil. Und der hat dann einfach, als dann mal wieder Techno-Musik lief und mal so richtig fett ist der rübergegangen, wusste genau, wo der wohnt, und hat einfach nur von unten, ganz gemütlich nach unten gegangen, hat sich eine große Axt geholt. Eine große Holzfäller-Axt. Nein! Pass auf. Ja, jetzt seid ihr gespannt, ne? Hat sich eine Axt geholt, ist zu der Tür gegangen, hat einfach nur geklingelt, ding-dong, und hat die Axt dahingestellt und hat sich wieder schlafen gelegt. Das ist geil. Mhm. Und danach war Ruhe. Danach war Ruhe. Ne? Das war einfach so, alles klar, Amok gleich um die Ecke. Bam! Wie cool, ne? Das, also effektiv, ja, aber es ist schon ein bisschen. Da staunst du, cool, oder? Also ich find's super cool, weil es ist ja nichts passiert, insofern. Ja, hätte eben nicht eine Tüte mit Scheiße anzünden. Eine Axt nehmen für. Einfach nur eine Axt geben, du weißt ja nicht, woher es kommt. Ne? Du weißt nicht, was das kostet mich jetzt eine Axt. Ich kann dem Wichser auch sagen, ey Wichser, mach die Scheiße leiser. Dann sieht er dich. Keine Axt. Dann sieht er dich und traut sich vielleicht zu sagen, nee, halt's Maul, ich mach weiter. Dann sag ich, ich hab ne Axt.
Aber das ist doch eine reale Bedrohung. Es ist genial. Ja, es ist dann vielleicht hat er gesagt, so, das heißt, in deinem Fall kommen wir zurück. Mache ich halt die Mucke aus. Kommen wir zurück auf deinen Fall. Du könntest quasi, keine Ahnung, vielleicht ein Symbol aufs Auto malen, was andeutet, dass jemand, der sich nicht gerne ins Bein pinkeln lässt, oh, ja, in der Nähe war und nicht mit seinen Tüten nicht vorbeikam. Ein Rock. So Witch-Doctor-mäßig, so ganz irgendwie so richtig Scheiße, so, das ist so ausdenken. Scheiße, Kuckucksklan, was auch immer, was du da rausholst. Ich soll einen 3Ks vorne rauf. Soll ich ein Hakenkreuz vorne rauf? Vielleicht hast du Glück und es ist ein Ausländer. Ich hatte damit. Na gut, okay. Es ist eine Option. Migrationshintergrund. Ja, oder Fan von dem Symbol, das ist ein Problem. Ja. Der kommt halt immer. Das weiß man halt nicht genau. Ja, aber das hat natürlich wieder Spaß, aber theoretisch könntest du ihm. Genau, du könntest ihm theoretisch drohen. Ja. Aber das ist halt nicht die feine Art. So. Genau. Und ich suche noch die feine Art. Oder ja, die Axtart. Aber Menschen, die einen nerven, das ist doch ein guter Punkt. Es Menschen, ging ja nicht um die Lärmbelästigung. Alter, davon gibt es 7 Milliarden. Sondern es ist wieder genau das, was Hannes meint. Okay, meint, welcher Misanthrop, oder was? Ja, Misanthrop? Natürlich. Ja, weißt du, als Misanthrop ist man eher der du bist eher wie heißt der Film mit dem Hund und das Buch I Am Legend. I Am Legend. Wir sind alles Zombies für dich, weil du Misanthrop bist, aber bist du nämlich der Zombie. Das ja, so deep, ey. Ja. Deep. Mhm. Genau. Aber wahrscheinlich fühlst du dich Serum, am wohlsten als Misanthrop, wenn alle tot sind, oder? Also wer hat gewonnen am Ende? Hä? Nee, Misanthrop ist ja ein Menschenhasser, sozusagen. Genau. Ja. Und dann ist ja super, wenn keine mehr da sind. Deswegen bin ich ja auch Freund der Zombie-Apokalypse. Ach so, du hast jetzt den Vergleich nicht verstanden, aber egal. Tut mir leid. Okay, egal, wenn du Menschentypen, die man einen. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo wohnst, ne? Du hast eine Wohnung und du hast ein Mehrfamilienhaus. Erstmal für dich Leute, die du, also in dem Haus, die dich richtig genervt haben. Also Lautstärke ist eine Sache oder irgendwelche stinken, keine Also mich Ahnung. Nerven per se Menschen in öffentlichen Einrichtungen, die halt so offen über ihr Privatshit reden. Ah, und ich stehe daneben. Das ist ein guter Punkt, ja. So, und dann hast du diese U-Bahn-Situation, habe ich jeden Tag, weil ich muss jeden Tag fahren und so weiter. Dann hast du meinetwegen so noch so eine Freisprechanlage und dann steht der einen Meter neben der oder die und erzählt einfach super privaten Shit. Und weil die so in ihrem Medienshit drin sind und da überhaupt nicht rausdenken können, die raffen es überhaupt nicht mehr, hörst du alles mit. Den übelsten Scheiß, den Liebeskummer, die Bitch, die was auch immer so, die hörst du den ganzen Scheiß an und spürst aber doch den Atem an deiner Backe. Notizen. Von dem Kack so. Und das geht mir so auf den Sack, dass die Leute, deswegen mag ich es auch nicht, dass dasselbe Prinzip, wenn Leute bei Twitter schreiben, oh, mir geht's so schlecht, habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? So, oh. Es geht mir so hart auf den Sack, weil wenn du jammerst, geht zu einem Freund, geht zu was, aber wende dich nicht an die Öffentlichkeit oder lass es nicht unbedingt in der Öffentlichkeit raus. Das geht mir, tut mir leid, echt hart auf den Sack. Und dazu gehört auch dieses so, ich tratsch einfach ganz laut irgendwie meinen privaten Kram so raus, in öffentlichen Einrichtungen so. Diese Menschen gehen mir auf den Sack, ansonsten die können. Also am Telefon finde ich das auch bescheuert oder so, aber wenn ich jetzt mit Krogi in der Bahn sitze und wir beide labern rum und du sitzt daneben. Und das, was das ist ein Gespräch. Ein Gespräch ist in Ordnung. Ein Gespräch würde ich noch verstehen, weil ihr wollt euch ja unterhalten, ja. Da beißen sich zwei Rechte sozusagen, ne? Ja. Aber wenn jemand. Ich weiß, du meintest gesetzmäßig nicht dabei. Achso. Ich bin Rechter! Okay, ja, okay, genau, das nervt mich zum Beispiel. Ja, ich finde die Leute auch so scheiße. Also, erstmal die Leute hier. Also, Leute, das war ursprünglich mal ein Telefon, damit konnte man mal von hier irgendwo auf die Welt hin telefonieren. Dann ist das nur ein Tipper geworden und jetzt machen die Leute Folgendes. Ich telefoniere mit dir, aber ich rufe dich nicht an, sondern ich spreche dir eine ewige Nachricht da drauf. Ja, das ist und so laufe ich dann durch die Gegend und mache dann die ganze Zeit so, hab dabei noch ein Ding im Ohr und mache dann so. Und dann lege ich auf. Dann sehe ich den Verlauf und er hat nur diese Sprachnachrichten. So, und ich denke, wieso rufst du nicht an und sagst, Moment, ich komme in einer Viertelstunde. Und der andere sagt, cool, mach das, auflegen. Ja, das Nein, ist es ist so, weißt du, was ich daran nämlich hasse? Du kriegst eine Einladung, die lautet wie folgt. Hey, ich bin Sascha. Am 15.02. feiere ich meinen Geburtstag um 14 Uhr kommst du vorbei, kannst gerne deine Frau mitbringen. Ich hätte gern, ich wünsche mir einen Blaubeerkuchen und du könntest meiner Tochter, Größe 34 hat die, könntest du ja vielleicht ein kleines Geschenk machen, wie wir mal besprochen haben. Und du schuldest mir noch 25 Euro. So, bab. Sag ich meiner Frau, oh, Sascha hat irgendwie, oh, ich wollte noch mal nachlesen, wann war das? Ach nee, ich muss mir diese ganze Nachricht noch mal. Schreibt mal bitte schnell mit, welche Größe hatte die Tochter? Ja. Fickt euch, macht diese Kacke nicht. Bin ich ruf an oder schreibt eine scheiß Nachricht, aber nicht das Mittelding, das ist der behinderte Sohn von Aber wiederum, es gibt ein Beispiel, wo ich es okay finde. Und zwar hatte Tim Heinke Geburtstag am Wochenende.
Glückwunsch nachträglich. Ja, wenn du da pass singst. Auf, pass auf, genau. Und dann waren wir auf dem American Festival und haben eine schöne Sprachnachricht aufgenommen, wo alle Leute sich schön ausgelebt haben und da kamen Emotionen rüber, das glaubst du gar nicht. Ja. So. wenn man betrunken ist, sind die Dinger cool. Ja. Das ist die am nächsten Tag noch zu hören, was man da sagt. Oh, scheiße, dem habe ich eine Nachricht geschickt. Okay, ja. So eine Nachricht, das, aber keine Konversation darüber oder irgendwie so ein Scheiß. Bin ich voll bei dir. Und ich bin auch bei, wenn Leute über ihre Arbeit schnacken und sagen, ey, ich komme später oder so, das können die in der Bahn auch machen, das ist kein Problem. Mir geht es um diesen privaten, diesen deepen Shit, so, den ich, wo ich nicht Teil von sein will. Ich will nicht in seinen kleinen Tuscher privaten Kosmos rein. So. Ha? Da hat er mir den Tuscher gerieben. Ja, das habe ich nicht so wie du. Nee? Ich finde das nicht so schlimm. Ich glaube auch, das ist so ein öffentliches Verkehrsmittelding. Dadurch, also, dass du das täglich benutzt, das findet nur da statt. Wenn du dich fernhältst von Menschen, das ist ein Tipp, dann passiert sowas seltener. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich fahre ja Bahn, das sieht ab und zu, ich weiß, was du meinst, aber. Ja. Ich fahre halt nur kurze Strecken. Du bist ja, wie lange fährst du denn immer? Jeden Tag eine Stunde, deswegen. Boah, Alter, Scheiße. Pro Weg oder insgesamt eine Stunde? Nur ein pro Weg, ja. Pro Weg, also 2 Stunden pro Tag. Ich fahre 2 Stunden pro Tag. Ja, okay. Loser! Wieso bin ich ein Loser, Alter? Ich hab 2 Stunden Bahnfahrt. Und wie viele Stunden arbeitest du am Tag? 10? Ja, also. Mann, alles. Ja, das tut weh jetzt hier. Ja, Mann, nein. Verstehe ich. Man kann da ein Buch lesen und alles gut. Das ist ja eine kleine Wohnung. Cool, aber natürlich, wenn du 2 Stunden Bahn kann man da ja nicht lesen. Ja, hallo, es gibt eine Menge Pendler, ne? Und es gibt eine Menge Leute, die reisen. Also das ist jetzt nicht eine Sondersituation. Heutzutage normal. So. Wir leben in einer Zeit, wo sowas einfach. Ja, eben. Und deswegen, es gibt bestimmt vielen auf dem Sack. Ja, das ist ja auch schön da, wo du lebst. Ich Schweine, das war jetzt natürlich. Das war alles sehr übertrieben. Das kann man nicht nachvollziehen. Boshaftigkeit, Alter. Ehrlich, bist du mal da. Ehrlich, können wir es mal ausleben. Wisst ihr, was ich mega nervig finde, schon seit Jahren. Und wo ich am liebsten die Person, die, es gibt ja sowas wie Den Haag, so Kriegsgericht, und Leute nachträglich nochmal zur Verantwortung ziehen, dass wirklich die ganze Welt nochmal Genugtuung kriegt, dass Leute für etwas bestraft werden, und zwar die Person, die die scheiß Pfandautomaten aufgestellt hat, oder die gesagt hat, ey, ihr rennt jetzt einmal die Woche mit 100 Pfandflaschen aufgeteilt auf 3 bis 5 Tüten, die alle kleben, an diese 2 Pfandautomaten maximal, von denen jedes Mal, egal wie viele es sind, nur 50% funktionieren, mega klebrig sind, schwitzige Leute, ich meine, ich brauche doch, ihr kennt das doch alle. Okay. Das ist furchtbar. In Dänemark, weiß ich, gibt's wenigstens Waschbecken daneben oder so. Die haben so einen Schritt. Gibt's ja auch mittlerweile. Teilweise. Ja, habe ich einmal gesehen in diesem Land, ja. Also, weil du zum gleichen Laden gehst, wahrscheinlich. Ja. Muss man ja tatsächlich, weil es gibt welche, da funktionieren die Automaten nie, und es gibt welche, da funktionieren die Automaten wenigstens oder 50% der Zeit. Ein paar von den Flaschen. Ja, das auch noch. Die Geschichte, dass die Dinger da nicht reinpassen manchmal und so. Also wer sich diesen Kram ausgedacht hat und dachte, dass er damit die Umwelt rettet, wenn man diese Energie, die da reinfließt, wirklich, es ist unglaublich energieintensiv, die dahin zu bringen, zeitintensiv. Was, wenn man das alles investieren könnte in wirklich sinnvolle Sachen, dann wären wir alle Captain Planet und bräuchten die Welt nicht mehr retten, meiner Meinung nach. Dieses Pfandsystem ist unglaublich schlimm, und ich will einfach. Das ist noch in meiner Lebensspanne, ne? Weißt du noch, wie es früher war? Flaschen wegschmeißen. Nee, aber Bierkiste oder Wasserkiste, du bist ja in Getränkemarkt oder irgendwo. Ach so, ja, stimmt. Und da gab es so einen Typen, der stand da meistens so. Damals in unserem Alter. Ja, so Daniel aus Quackenburg, kenn ich noch. Nebenjobtyp, so zwischen 16 und. Hat die angenommen? Hat die dir. So, ja, die gezählt. Okay, hier kriegst du. Nicht nur das, 4,34 Euro sogar entgegengenommen. Als später Einzelflaschen neu wurden, hat er die Tüte ausgeräumt. Doch, für die Leute, die für die Studenten oder Schüler damals, war ein guter Job. Stimmt. Aber ist das nicht nur gerecht? Ich meine, wird doch wahrscheinlich ein Großteil zupflichten, dass das scheiße ist. Und müssen wir dann wirklich damit leben? Können wir nicht so ein Witch-Hunt machen, gehen, auf die Straße gehen mit Mistgabeln, die Person suchen, die sich das ausgedacht hat. Das ist wahrscheinlich irgendein Politiker gewesen aus der Zeit. Du willst jetzt den Pranger zurückholen. Ich will den Pranger zurückholen. Okay. Und zwar mit scharfen Kanten, sodass der Kopf nicht drin hängt, sondern dass der abfällt. Wie heißt das Ding? Guillotine. Guillotine. Genau. Okay, die Pranger-Guillotine. Pranger-Guillotine. Hände auch gleich mit ab. Das Schlimmste ist, wenn die Flasche in der Mitte des Automaten liegen bleibt und du musst in diesen vergrindeten, verklebten Schlauch rein. Ich liebe vergrindet. Hab ich noch nie gehört. Du musst da einfach, es fühlt sich an wie so ein alter, als wärst du so ein Tierdoktor, der in so einer Hat der eine Befruchtung vorne? Ey, das ist diese Rolle. Du hoffst einfach nur, dass die Rolle sich nicht dreht. Ey, das ist der invertierte und dann heiße du wieder raus. Oh, Scheiße, das ist einfach noch Das ist unglaublich übel. Also dafür hasse ich die Dinge auch. Aber ansonsten sind die doch praktisch, musst du dazugeben. Nee, ich würde lieber meinen Scheiß wieder Karl Otto geben. Ja. Karl Otto zählt die durch. Ich habe einen Laden, du wo das so geht. Nicht, ja, du kannst mir nicht erzählen, dass wir haben 2020 fast. Dass wir es nicht hinkriegen, Pfandautomaten aufzustellen, der eine höhere Erfolgsquote als 50% hat. Und das kann nicht sein.
du musst ja immer mal merken, wo du den Shit hergeholt hast. Überall, in jeder, diese Pfand, es gibt nur 3 verschiedene Pfandautomaten auf dieser Welt. Und alle sind langsam. Ja, alle sind scheiße langsam. Der Hans Otto, der kann das viel schneller auch sehen, was da passiert. Ja, die sind wie Spielautomaten, programmiert. Ja. Dass sie dich abfucken, dass du länger bleibst, dass du wahrscheinlich noch länger am Laden, dass du hungrig wirst und Sachen kaufst, weil das so lange dauert. Kannst du mir nicht erzählen. Das stimmt, Sauerstoff, kriegst auch einen Drink dazu und so. Aber dann müsste es auch mal gute Gefühle geben. Dann müsste da auch mal so, oh, der hat den doppelt gezählt oder so. Ja. Weißt du, so, Erfolgserlebnis. Das ist ja normal. Ja. Warum? Nee. Kann ich nachvollziehen. Gibt's nicht. Danke. Ja. Danke. Okay. Ich muss sagen, ich finde es leider geil. Ich finde die sogar geil, die Dinger. Echt? Ich finde das geil. Wenn du hast alles gesammelt von zu Hause, packst es da rein. Ja, am Ende bleiben immer 2 Flaschen über. Ja. Aber ich finde das immer da kommt so ein Zettel raus. Den Zettel gibst du an der Kasse ab, ich stehe drauf. Hast du schon mal gespendet, den Zettel? Ja, klar. Ja, ne? Ja, hab ich auch schon gemacht. Auf jeden Fall, ich finde die Dinger geil. Ich muss auch sagen, ja. Punkt. Ja, jeder hat sein Fetisch. Ja, je weniger menschliche Interaktion, ist wahrscheinlich schön. Also ich meine, das ist die Zukunft. Da müssen wir jetzt das Fass aufmachen, dann diese ganzen einfachen Tätigkeiten könnte auch ein Mensch machen. Das wird immer davon wegentwickeln. Diese ganzen Dinge werden sich davon wegentwickeln. So. Was ja nichts Schlimmes ist. Was per se nicht schlimm ist, aber im Fall des Pfandautomaten möchtest du das nicht. Das wäre dann quasi die Ausnahme oder was? Nein, es käme. Wieso einfach ein Pfandautomat, der funktioniert? Was ist denn da das Problem? Ja, okay. Oder noch ein mehr. Oder 10 mehr, sodass die Erfolgsquote einfach steigt. Wenn du schon nicht hinkriegst. Typen vor mir, da war die Flasche einfach bis oben hin mit Kippen gefüllt. Und da lief dann nur so der Grind raus. Ja, so, ja, die Flasche nicht, das scheiß Ding. So, und ich so, Alter, ey. Ja, das ist eklig. Aber mittlerweile, früher war das ja so, dass man volle Flaschen, glaube ich, gar nicht reintun konnte. Mittlerweile ist da die Toleranz, eine halbe Flasche geht auch noch. Ja, ja, da ist ja extra so eine Regenrinne jetzt drin und so. Ey, ihr müsst wissen, Dennis liebt Maschinen, wirklich. Zum ersten Mal, als wir beide in Amerika waren, zum allerersten Mal, stand vor dem Kohleautomaten und Dennis war so ganz aufgeregt, meinte so, die kann man hacken. die Kohleautomaten. Ja, wirklich. Ja. Das musst du erzählen. Ich weiß nicht genau, was man da machen kann, aber irgendwie kann man ein Programm abfeuern, das irgendeinen Shit macht. Ja. Keine Ahnung. Jetzt passt da nichts, aber ganz kurz, diese kenne diese mit 100 Getränken drin, die Automaten. Das hat ein Display. Und dann trinkst du auf Cola und dann, wie so ein Fächer hast du Cola mit Erdbeer, Cola mit Minze, Cola mit Fanta, Cola mit oder andere Getränke. Sprite, mit Zitrone oder Pfeffer, mit, weiß nicht, ganz viele. Und zusammen geben das 100 und es gibt halt irgendwo eine. So, okay. Genau, und es ist halt, läuft über Display und irgendwo bei einer bestimmten Stelle kommen im Hintergrund so Blubberblasen hoch und eine ganz bestimmte Blubberblase musst du anklicken, dann kommst du ins Optionsmenü und kannst den Kohlensäuregehalt und den Sirupgehalt, den Wassergehalt an so. Okay, woher weißt du aus dem Intron? Aus dem Internet, ja klar. Aber das ist einfach nur geil, dass das parat hat in dem Moment. Ich dachte, what the fuck, ey. Und da standen wir davor, haben wirklich diese Stelle gesucht. Wir standen sehr lange vor dem Automaten. Ja, das wird gepatcht. Ja, ja klar, es funktioniert nicht lange, ne? Dass du Bescheid wisst. Ja, also, aber falsches Thema, aber ja, absolut. Ja. Aber ein schöner Einschub, tatsächlich. Automaten. Ja, also wenn Menschen reden, finde ich okay. Wenn Pfandautomaten nicht laufen, finde ich scheiße. Aber wenn sie stinken, finde ich schlimm. Und stinkende Menschen. Und darauf wollte ich hinaus. Ja, aber da kannst du nichts machen. Kogi fängt doch gerade an. Jetzt lass den Jungen noch mal reden. Ich kann Leute nicht sagen, die auch wollen supporten. Und ich finde halt, es tut mir leid, und ich bin auch sehr direkt. Und ich weiß, dass ich auch selber stinke. Und dann will ich aber auch, dann will ich auch, dass mir das jemand sagt. Ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, als mit jemandem ein Gespräch zu haben, der stinkt. Also sei es irgendwie Körpergeruch, also Mundgeruch oder was auch immer. Ich finde, man muss die Leute darauf hinweisen. Ich finde das auch nicht unhöflich. Ich finde es eher unhöflich, wenn man das so akzeptiert und hinterher sagt, ey, das war aber ganz schön widerlich, mit diesen Menschen zu reden. Ich finde, du stößt bei Menschen vom Kopf, wenn du das sagst, aber unterm Strich, glaube ich, ist es was Gutes, wenn man die Leute darauf hingewiesen hat. Genauso wie Sachen zwischen den Zähnen oder so eine Scheiße. Genau, und da, weiß nicht, das kann ich nicht so gut haben. Also da werde ich auch echt empfindlich. Und wir haben, also, wo ich da wohne, da gibt es auch eine Wohnung, die stinkt bestialisch. Also, die sind 2 Wohnungen unter uns, 2 Etagen unter uns. Und da gehst du halt vorbei. Wegen Kochen oder so? Also, nein, Mann, wegen, ich weiß nicht, was wegen Unsauberkeit. Weil ich kenne natürlich so Wohnungen, wo dann kulturell ganz anderes Essen wie Indisch oder so. Nein, ach so, nee, sowas meinst du. Nein, hat nichts mit der Kultur zu tun. Auf keinen Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass indisches Essen stinkt. Das ist nur so andere Gerüchte, Wahrnehmung. Andere Gewürze. Du, das hatte ich. So. Ja, ich weiß, aber okay, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch mal. Meine Eltern haben eine Wohnung vermietet in Quakenburg und da war ich noch ganz jung, als wir zum ersten Mal bei diesen Mietern zu Gast waren, waren Russlanddeutsche, da habe ich gedacht, was riecht das hier komisch? Also ich weiß genau, was meint. Ich fand es dann irgendwie auch irgendwie als stinkend, aber dann nach 2, 3 Malen war alles cool. Ja. Also dann hast du dich dran gewöhnt, aber es war einfach nur das Essen. So. Ja, das war das Essen. Ja, genau, das ist da nicht der Fall. Das ist einfach nur widerlich, wie es da riecht. Okay, vielleicht verwest er gerade irgendein Opa okay, auf sein. Okay, Themenwechsel, Leute, was genau? Verwest ein Opa auf sein E-Bike. Aber das können tatsächlich manchmal Tiere sein. Ne? Also Katzen stinken ja mit dem Katzenklo ganz toll, aber wenn du Reptilien hast oder so, dann merkst du ja selber gar nichts. Das ist ja wahrscheinlich ein Schleich, die kacken ja erst langsam. Stinken deine Käfer? Nee, die sind ja eh schon lange. Deine was? Meine Käfer, jetzt wirst du schon wieder das Thema wechseln. Ich habe mir, wie heißen die, Enderlinge, nennt man diese kleinen Käferlarven, bestellt von Rosenkäfern, weil das kostet nicht viel und du musst nichts investieren und hast für 3 Monate Fun mit Tieren. Was hast du für Fun mit denen? Ja, du beobachtest die. Ja, das sind erst die sie nicht
wie sie da liegen. Doch, die sind ziemlich faszinierend. Enderlinge zum Beispiel sind diese, ich meine, du kennst, die sehen aus wie Brain Bugs. Diese unglaublich saftigen Larven. Das ist geil. Mit diesen, die sind so, die gibt's auch wirklich in so groß. Das sind richtig dicke Dinger. Interessant, und, aber eklig. Ja, die sind ein bisschen aber auch faszinierend so. Und die ich hatte zum Beispiel, waren so, weil die nur auf dem Rücken sich fortbewegt haben, daran konntest du sie erkennen und so. Und es gibt viele Kleinigkeiten, die man da irgendwie erfahren kann. Und dann verpuppen die sich. Und dann werden die zu Käfern und dann kann ich voll nachvollziehen. Also es ist schon mega spannend, besonders wenn du ein Kind hast, dem du das zeigen kannst, wie du diese Phase der Metamorphose vollziehst. Also warum ist es erst ab da cool? Das ist mega geil. Das stimmt, das stimmt. Man tut immer so, als wäre das komisch, aber ihr wollt alle Haustiere haben, aber habt keine Lust, die Scheiße wegzumachen. Ich sage euch, Käfer sind die Antwort. Kauft euch Käfer, das kostet, hat mich 20 Euro gekostet, 1 Euro für die IKEA durchsichtige Box und ich hatte für 3 Monate Käfer, länger leben. Ich habe Kaninchen, die Körner von denen, die tun auch keinem weh. Das ist ja wie so kleine Kügelchen, hauen raus. Wenn die geil drauf sind, fressen die Dinger sogar selbst noch. So. Die fressen, ja. Wir müssen leider mal, wir sind schon wieder bei der Scheiße, was wieder sehr gut ist. Ja, endlich. Sehr gut im Kreis. Wir gehen mal kurz in die Werbung, reden dann über Hasenscheiße. Finde ich auch cool. Ich kann es kaum erwarten. Können übrigens Kinder auch gut drin spielen. Ist wie ein Bälleparadies. Oder auch Erwachsene. Kinder, die sich Krabbelkäfer-Scheiße angucken und Kinder, die in Kaninchen-Scheiße spielen. Damit haben wir aufgehört. Absolut, ey. Musst du richtig lange sammeln so und dann haben die was zum, unsere Nachbarskinder klettern darin rum. Das stört die nicht. In Ködeln von Hasen. Ich spiele mit den Hasen und das ist, weil die Kacke, die stinkt ja nicht. Das ist ja wie so, wenn die das Wirbel ist, das ist wie so getrocknetes Heu. Ja, okay. Ja, die ist ja nicht schleimig. Das ist ansonsten, die Kaninchen tun auch keinem weh. Gut, die fressen halt ein paar Karotten, die musst du kaufen. Ja, sind nicht gerade die hellsten, muss man sagen. Also es ist nicht keine intellektuelle Bereicherung. Auch nicht. Und man lässt sie halt einfach erblinden. Ne? Ja. Aber ich glaube, aber was ist jetzt schon wieder los? Die Geschichte, die lässt mich halt nicht in Ruhe. Warte mal, shit, kann man jetzt, ich will es auch hören, ich kenne die Geschichte nicht. Ich glaube, du meinst die Geschichte, als unser, das stimmt aber, ich bin nicht erblinden, das hast du ja so gemerkt. Unser Kaninchen hatte ein kaputtes Auge und wir hatten irgendwie gedacht, das heilt von alleine, haben ihm da so ein paar Tropfen reingemacht. Weil wir das schon mal hatten. Batteriesäure? Nein, so Augentropfen. Weil wir das schon mal hatten, dass es diese roten Augen kriegte. Und dann haben wir irgendwann nach einer Woche gerafft, okay, diese Tropfen, die bringen nichts, wir sollten vielleicht wirklich mal zum Tierarzt gehen. Aber das haben wir nur gemacht, weil es beim letzten Mal ja geholfen hat. Ja. Also insofern ist alles cool. Ja, und was war dann? Jetzt fehlt ihm ein Auge. Nö, das hat sich dann entzündet. Dann hat die immer so Spritzen bekommen und so ein Shit. Und wahrscheinlich ist sie jetzt blind auf dem einen Auge. Aber auf dem anderen Auge sieht sie noch was, weil das Futter findet sie noch. Also du meinst, vorher ist sie auch gegen die Türen und Holz gelaufen, gegen alle Hindernisse, sowas? Nee, ach, die ist auch alt. Das ist uralt. Das muss man dazu sagen. Die ist, wie alt ist denn die jetzt schon? Die ist, glaube ich, schon 8 Jahre alt oder so. Oder 9. Das ist richtig. Das ist richtig mit Hüderlein. Wahrscheinlich einfach nur. Ich hab solche Schmerzen! Hört auf mit diesen Augentropfen! Ich hab Schmerzen! Hey. Auf Hasensprache ist richtig. Und die anderen können nicht, dann verstehen sie nicht. Ich spreche Hasensprache. Aber ihr so. Ach ja. Das wird schon wieder. Ich weiß nicht, ey. Aber Tiere sind da härter als härter am Nehmen. Ich meine, die beißen ja auch die Pfote ab, wenn die da irgendwo festhängen. Hey man, kümmert ihr euch? Ja, auf jeden Fall. Ey, alles gut, ich hab's so abgespeichert, dass ihr einen Scheiß drauf gegeben habt. Aber Kaninchen pissen ja auch. Ne? Nur weil wir kommen davor. Sehr wir wenig. Kommen davon, die trinken sehr wenig. Die kriegen einen so ein Becherchen, vielleicht diese Flüssigkeit für 3 Kaninchen. Was? Reicht denen für 2 Tage. Ja? Und die trinken es nicht mal aus. Also, aber ich kenne Kaninchengehege, die riechen schon stark nach Urin eher als nach Kacke. Oh, das stimmt. Ist das nicht so? Das ist doch eher bei denen das Problem. Die sind super reinig, die putzen sich die ganze Zeit und so. Aber ey, das ist nicht, sag's euch, das sind die idealen. Okay, aber was riecht dann? Weil du es als Mensch nicht sauber machst. Ja, du musst das Stroh natürlich oder Heu, Stroh. Du hast das Stroh, was auf dem Boden liegt, wo das drauf regnet. Und dann hast du dann fault das ein bisschen, das musst du öfter mal wegmachen. Okay, dann ist es das, Aber ansonsten ganz schon. Ja, aber die haben öfter auch so, das war bei dem Kaninchen, das wir damals hatten, dass diese Probleme mit ihrem, wegen Überzüchtung wahrscheinlich, gerade mit ihrem Hinterteil haben, dass sich die Scheiße da so verklebt und so. Und dann. Das haben wir nicht, ne? Die mussten wir dann echt oft waschen da und so, weil sich das sonst entzündet. Dann kommen da die Fliegen an, legen dann da Eier drin. Wirklich? Und so eine Scheiße. Ja, und das ist nicht unüblich wohl. Oh yeah. Okay. Oder wir waren einfach nur ein asozialer Haufen, so die Flodder-Style. Ja, wir haben ja auch noch diesen Hasen da. Der liegt hier mit so einem riesigen Bollen Scheiße. Hast du nicht bei dir abgeguckt? Ja, ich meine, das ist doch ein selbstreinigendes, selbstreinigende Öffnung da unten, oder? So wie der Penis auch, oder nicht? Okay, aber ey, lass uns versuchen, den Spagat zum Thema zu kriegen. Nerven euch Leute, die mit Tieren, also die ihre Tiere zu sehr lieben oder so?
Das fiel mir nicht gerade ein. Darauf ich find's nur traurig. Ja, ist jetzt auch ich find's nur traurig, wenn Leute... Sodomie. Wir müssen nicht bei, ne, aber dass man irgendwie guckt, dass man zu, nee, nicht zu sehr vermenschlicht. Du meinst zu hätscheln oder ja, Menschen, die dann die gegenseitig Hunde, abschlabbern, mit ins Bett nehmen. Anzüge ankaufen für die Hunde oder ja, so. Ja, kleinen Anzug anziehen, ja, was auch immer. So. Ja, ich sehe da, also ich, die tun mir dann eher leid, weil ich denke, deren menschliche Kontakte sind nicht, also ich will jetzt nicht jedem unterstellen, der vier Katzen hat, dass er keine menschlichen Kontakte hat, aber ich stelle mir wie bei Simpsons da diese Cat Lady vor oder, okay, die Cat Lady ist durchgedreht. Aber dieses, okay, meine menschlichen, ich kann nicht gut mit Menschen, weil ich Misanthrop bin, oder, nein, weil ich einfach das nicht gelernt habe oder es nicht kann oder sonst was. Und darum projiziere ich alles, was ich eigentlich für Bedürfnisse habe, auf Tiere. Aber das ist, glaube ich, der Extremfall. Aber so sehe ich es manchmal, wenn ich jemanden sehe, der ein angezogenes Hündchen in einem Tragekorb vorne hat, obwohl ich es eigentlich auch irgendwie immer niedlich finde. Ja, die Frage ist, findet es der Hund nicht geil? Das weiß ich halt auch das nicht so genau. Frage, ich stelle mir bei solchen kleinen Hunden immer vor, dass die immer noch ahnen, dass sie mal ein Wolf waren. Und dass die richtig angepisst sind. Deswegen kläffen die auch so viel. Deswegen sind die wollen, so aber eigentlich nur dahin. Eigentlich wollen sie dich zerfetzen, suchen immer noch ihre Rudelkollegen und so weiter, aber sie sind kleine, bekackte Zwerge, die nur noch hecheln können und einen Pulli anhaben. Ja, und dann kommt ein Spiegel um die Ecke und denken sich, geil. Ich streichel mich. Echt nice, ich rumlaufe. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Aber mich regen die Leute nicht so sehr auf. Wenn es den Tieren gut geht, da habe ich jetzt eigentlich keinen Alltagshass, muss ich sagen. Ja, aber also, wenn die sich so abknutschen und sich so gegenseitig so. Dann denke ich mir, genauso wie Hannes sagt. Den Tieren ist das egal, die finden das sogar noch geil. Tiere suchen das her immer, denen muss das ja trainiert werden, dass da dieser Körperkontakt. Denen ist das scheißegal, solange das den Tieren scheißegal ist, mir das eigentlich auch scheißegal. Und hierzulande haben wir das. Sagt der Menschen. Ja. Und so ist es hier. Jetzt haben wir Dennis abgestempelt als Menschenhasser. Ich hab meinen Stempel weg. Der hat seinen Hasen erblenden lassen. Aber geh doch mal, wir waren ja gerade erst in hier L.A. und da sind die auch da bei über 30 Grad hatten die Pullover an und auch richtig so Zweiteiler. Da drehen die ja richtig mit Glitzer und sowas. Und ich glaube, in Asien ist es noch schlimmer. Da sind das wirklich nur Accessoires. Da hast du, hier kommen die Hunde dann zu Hause in den Käfig und die werden nur raus, wirklich als Accessoire rausgeholt. Das ist immer eine ganz andere Nummer. So, ich finde, das ist der Naja, immer noch besser als in den Kochtopf zu kommen da drüben. Aber nicht so geil wie eine Schildkröte als Schlüsselanhänger. Als Schlüsselanhänger? Kennt ihr das? Die lebende Schildkröte als Schlüsselanhänger? Das was? Ist pervers. Das ist das Perverseste, was ich jemals im Netz gesehen habe. Das ist gang und gäbe. Ich weiß nicht, wo, also ich kann jetzt kein Land nennen, weil ich will jetzt doch, kein, ich will noch mehr. Aber es gibt wirklich. Den habe ich aber auch noch nie gehört, echt? Es gibt wirklich kleine Tiere, die leben als Schlüsselanhänger. Und das ist richtig hart. Okay. Fütterst du dann? Nee, die sterben halt irgendwann. Aber die hast du erst als Schlüsselanhänger. Was sind das für Tiere? So hamsterartig Schildkröten. Oder was? Schildkröten. Alter. Ja, kleine Schildkröten. Kein Witz, das gibt's so nicht. Und das ist das Schlimmste. Ja, durchsucht jetzt wieder das Internet. Genauso wie die Katze in der Flasche, ne? Ja, genau. Ey, das ist genau. Das war ein Hoax, Mann. Oder? Die Katze in der Flasche war doch ein Hoax. Die gab's nicht. Okay, vielleicht lege ich das. Das ist so wie diese Hühner, die angeblich keine Gliedmaßen mehr haben für McDonalds. Okay, da bin ich mir nicht sicher, ob diese Geschichte stimmt. Oder aber, für Kentucky also, Fried Chicken. Wenn die Katze im Glas nicht echt war, ja? Dann weiß ich's nicht. Aber, ich glaube, Katzen im Glas waren Hoax. Das gab's, die gibt's nicht. Okay, dann weiß ich nicht genau, aber ich hab diese Videos gesehen. Der Kommentar hat natürlich einen Link zu einem Shop, wo wir uns das kaufen können. Vor zwei Jahren ist jemand in Urlaub gefahren. Der hat im Garten eine Schildkröte, eine etwas größere, die man hierzulande ja auch ab und zu mal sieht im Garten. Es gibt ja Leute, die sowas haben. Und der hat ein Loch gebohrt in den Panzer und die mit einer Kette an einen Baum gebunden für zwei Wochen, damit die Schildkröte nicht wegrennt. Fuck. Das stand auch in der Zeitung, weil das rausgefunden wurde und die Person hat auch ordentlich Ärger gekriegt. Gott sei Dank. Das darfst du natürlich hierzulande nicht machen. Ja, lass dir ja noch nicht mal aussetzen, glaube ich. In Quakenburg gibt es eine Schildkröte am See. Echt? Ja, wirklich. Da ist immer eine Schildkröte, die hängt da mal rum. Das ist ja so. Und die, sie hat sich da angepasst. Also, sie hat es eigentlich geschafft, aber. Ja, aber krass. Ist alleine, oder wie? Ist alles super alleine. Okay. Ja, ab und zu mal eine Banane. Scheiße, vielleicht sollten wir noch mal eine Schildkröte. Eine Show geben bei uns am Sender. Ganz alleine. Ninja Turtles alleine. Reinke vertont nach. Ja. Es geht los, Leute. Ja, Tickwähler auf jeden Fall, die nerven nicht, die sind scheiße, die bauen aufs Maul. Ne? Da sind wir aber da sind wir schon bei großen Themen, wenn du sagst Tickwählerei, Intoleranz, die ganze Kram, das geht natürlich alles nicht. Das so, geht das, nicht, das kann man doch nicht von Nerven sprechen. Genau, das hat nichts mit Nerven zu tun, das ist einfach frech, dumm. Ja, dumm. Einfach dumm. Dummheit. Ja. Dumme Menschen nerven mich. Nur erblinden lassen, das geht noch klar. Wie geil ist das Ding, dass sie auch einen Namen dafür haben? Hä? Wie hieß sie? Ripley. Ripley. Keiner von euch wissen jetzt, woher der Name kommt. Natürlich. Ja, Alien. Mr. Ripley's verwunschene Welt. Ja, und ich habe sie so genannt am Anfang, weil ich dachte, das ist hier so der furchtloseste Hase wahrscheinlich. Und der andere? Ich hinkriegen, so, weil es der größte Schisser von allen. So. Wie ist das Haus? Nostromo? Nee. Okay.
Super Nerd. ich bin überrascht, dass ich Alien wusste. Also, ja, das stimmt. Ich bin in Trauer, dass ihr Ripley nur von diesem einen Film her kennt. Ja. Du meinst Ripley Scott kenne ich noch. Ah. Der talentierte Mr. Ripley? Das ist Scherz, das ich glaube ja. Was ist Ripley Scott? Ist der Ridley? Ja. Ach, Ridley. Siehst du, ey, ich bin einfach. Das ist schwierig, wenn man nicht weiß, was ein Joke oder. Nee, es war kein Joke. Ich bin einfach nur dumm. Aber auch mega witzig. Ja. Super gut. Ey, aber wir brauchen so kleinen Hass, weißt du? Nicht so den, Hass nicht, auf kleine Menschen. Nee. Leute, die ihren scheiß Müll nicht wegschmeißen. So, Leute, die jetzt grillen gehen raus in den Park oder ans Wasser und ihren scheiß Müll nicht mitnehmen. Seid ihr eigentlich total belämmert? Ihr bringt die Scheiße mit, dann nehmt die wieder mit. Ey. Nehmt eine Tüte mit, schmeißt das da rein. Und diese großen die Mülleimer, die schon total überquellen. Okay, wenn ihr da euren Müll daneben stellt, da bin ich noch dabei, weil irgendjemand kommt vorbei und wird es wegräumen. Es ist zwar nicht schön, ihr müsst den von mir aus nicht bis nach Hause tragen, wenn ihr es macht. Respekt, finde ich cool. Aber lass den verdammt nochmal nicht da liegen. Was ist das für eine Scheiße? Ja, das stimmt. Das hast du aber überall in der Natur. Oder wenn du irgendwie Skifahren gehst, was ich irgendwie jeden Winter mal mache, und dann siehst du irgendwelche Idioten, die dann einen Riegel auspacken und die Verpackung da liegen lassen, irgendwo mitten auf dem Berg. Das ist doch super asozial. Ja, natürlich ist das asozial. Wirklich? Auf der anderen Seite sind das häufig Jugendliche, die vielleicht auch einen über den Tee getrunken haben und da Party machen. Dennis, und dann habe ich das auch heißt mal nicht, dass wir früher nicht mega asozial waren. Ich nehme mich da nicht raus. Wir waren asozial. Danke. Das ist doch und sind immer noch cool. Ja. Ey, ich finde das scheiße. Es kommt darauf an, wer das macht. Wenn junge Leute da Party und alles dreckig machen, finde ich das okay. Aber wenn das irgendwelche Leute sind, die ein anderes Alter haben, wo sie es besser wissen sollten und nicht betrunken sind und auch noch Kinder dabei haben und ihre ganze Familie, dann fände ich das nachvollziehen. Findest du es okay, wenn ein 14-Jähriger, der sich besaufen will, dass der seine Dosen liegen lässt, findest du cool? Wenn er es in Form einer Party ist, so, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ich gehe jetzt nicht zu einer Gruppe 16-Jähriger, die ihren Müll da lassen und sagen, naja, bei 16-Jährigen, ich habe es letztens gemacht beim Straßenfest, hat eine Gang, die waren 25 oder so, ein Bier, der eine stößt den anderen an, da fällt sein Bier runter, zerschellt. Es ist 14 Uhr und so, direkt neben einer Bude. Mhm. Und die schieben das so mit den Füßen nach unten. Ich denke so, ja, okay, die essen jetzt erst, ob die es danach wegräumen, so. Habe ich die angesprochen. Ja, wenn du mir ein Kehrblech bringst, mache ich das weg. Ich so, hol dir selbst ein scheiß Kehrblech da bei dem linken Dings. Ja, mach das weg. Ich so, hier sind überall kaputte Glasflaschen. Ich so, erstmal habe ich noch keine gesehen und hier sind überall, wenn einer vom Dings springt, springst du auch. Soll ich den Spruch bringen? Alter, ihr seid doch normale Dudes, wieso macht ihr? Ja, wenn du mir ein ich so, okay, haut ab, so, ihr seid auf jeden Fall nicht wert. Und ich dachte, es sind ganz normale Dudes, wo dann einer sagt, ja, okay, hast recht, scheiße. Die gehen jetzt natürlich los und sagen, was wollte der denn? Mhm. So, aber im Grunde denken die sich, ja, eigentlich hätten wir unsere Glasscherben mal wegnehmen können. Weil das war jetzt nicht 22 Uhr, alle sind schon hackenstramm hier auf dem Festival, sondern es war 14 Uhr, überall laufen Kinder rum. Mhm. Und die viele haben Bier getrunken. Aber ey, wenn da irgendjemand ein Bier runterfällt, dann kann man doch mal fragen, Entschuldigung, Bude 1, habt ihr ein Kehrblech? Mhm. Ja, haben wir. Nein, haben wir nicht. Oh, dann gehe ich zur nächsten Bude, wo Bude an Bude ist. Das finde ich scheiße. Und das da habe ich schön den Rentner gemacht. Ich, wenn mich jemand ansprechen würde, würde ich mich richtig schämen und das wegmachen. Aber es gibt den Punkt, ja, weißt du, wo du einfach, weiß ich nicht, so zu deiner Entscheidung stehen musst und sagen musst, okay. Ja, weiß ich auch nicht, ich will das, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht rumheucheln und sagen, mir ist sowas noch nie passiert, weißt du, wenn ich betrunken bin ich glaub, der größte Spacko aller Zeiten, oh, so, nicht weißt nur, du? Wenn du betrunken bist. Ja, siehst du, genau. Dementsprechend, ey, keine Ahnung, aber wenn mich jemand drauf anspricht, dann würde ich es auf jeden Fall dann mit den Leuten klären wollen, definitiv. Der bringt den Fresse auf! Was soll denn das? Campino übrigens am Wochenende, wir haben die Toten Hosen live gesehen beim Hurricane, der hat irgendwie auch eine Sorge, und zwar anscheinend ist es jetzt das neue Ding, dass Festivalbesucher ihr Zelt nicht mitnehmen. Ja. Der hat irgendwie 2-3 Mal gesagt, Leute, nehmt euer Zelt mit. Ja. Ich fand das so wichtig, dass ich das nicht, mir war die das Leute gar nicht bewusst. Das stehen, das ist auch so richtig assi geworden. Die kaufen sich jetzt halt ein Zelt für 30, 40 Euro und sagen, ja komm, das nehme ich nicht mehr mit. Und die holen sich extra noch mehr Zelte und tun da ihren ganzen Müll rein zum Beispiel oder benutzen ein Zelt als Scheißzelt. Crazy, dann Eimer rein und so. Das ist ja noch schlimmer als Müll liegen lassen. Ja, von vornherein schon mit der Intention reinzugehen. Ja. Also bevor du hingehst, schon, dass ich Müll da. Bevor du überhaupt losgefahren bist. Und ich muss sagen, ich hab's nicht gerafft. Ich habe mich erst mal ein bisschen lustig gemacht, weil ich das nicht. Ich dachte, was will der denn, der gute Mann? Weißt du? Der alte Mann. Ja, 57 ist er geworden. Ja. Ich dachte, er soll mal seine Musik da machen. Aber ihm war das super wichtig. Anscheinend ist das ein Thema. Ja, Campino, ich habe auch einen Wunsch. Lern singen. Okay, ich glaube, wir müssen leider mal aufhören, aber wir sagen, wie es immer, hey, es wäre schön, wenn wir nochmal hier in die Runde treffen und uns nochmal. Ja, hier, Rudeln. Rudeln, das haben wir noch nie gemacht, hier gerudelt.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Schreibt in die Kommis, was für Leute ihr hasst und nehmt alle Fehltritte. Namentlich. Alle Fehltritte, die wir natürlich genommen haben, und nehmt die ernst und schreibt das in die Kommis, genau. Wie schlimm. Und das nehmt ist. Euren Müll mit. Genau, nehmt euren Müll mit, nehmt die Hundescheiße mit, fahrt, wenn ihr Ü50 seid, bitte nicht mit dem Fahrrad, sondern auch nicht mit dem Auto. Auch nicht mit dem Auto, sondern bleibt zu Hause und sterbt dadurch früher, bewegt euch nicht. Die Organe dürfen keine Luft kriegen, die dürfen sich nicht bewegen, die alten Leute, weil sonst müssen wir den länger Rente zahlen. Stimmt, das ergibt sogar Sinn. Die Pyramide dreht sich um. Die bleiben ja auch fit dann. Ja, das stimmt. Niemand. Wir haben das noch gar nicht von da gesehen. Und wo ist die weiße Scheiße hin? Wo ist die weiße Scheiße hin? Schreibt ins Forum rocketbeans.tv, lasst ein Abo da, Glocke und so weiter und so weiter. Ey, geile Glocken. Hannes, das hast du richtig gut gemacht. Ja, natürlich. Super, ohne Scheiß, würde ich nochmal sagen, es war richtig geil mit dir. Das gut gemacht, ey. Ohne Witz. Das ist auch nur ein einfacher Job, darum sitze ich hier. Überhaupt auch nicht, Mann. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.